Hunderte fliegen überall. Und das ist kaum auszuhalten. Ich habe gerade gesagt, es ist ein Traumurlaub. Warum? Weil ich 3 Wochen lang in meinem Pyjama abgehängt bin. Halt meinen Arm ins Wasser. Nee. Weißt du, was da alles drin rumschwimmt? So, wir waren die letzten 2 Nächte in Sidi Ifni. Und heute haben wir uns gedacht, wir fahren einfach mal weiter. Weg von der Küste. Wir wollen Richtung Landesinnere. Landschaft ist auch ein bisschen anders. Trockener. Viele Kakteen. Und fahren jetzt erstmal zu der größeren Stadt Gülmin. Da gibt es dann auch nochmal einen Supermarkt. Wir fahren durch die Atlas, glaube ich. Glauben wir. Hügel, schöne neue Straße, fährt sich super. Ja. Früher hätte das bestimmt doppelt so lange gedauert. Und dann wollen wir in eine Oase. Ja, wir haben einen Campingplatz rausgesucht, der schön im Grünen in der Oase liegt. So, jetzt haben wir die ganze Zeit eine super neue Straße genossen. Und hier ist sie jetzt noch im Bau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob das jetzt so die restliche Strecke verläuft. So, endlich mal wieder einkaufen in den großen Supermarkt. Ja, nach 2 Stunden kommen wir dann endlich in der Oase an. Unser Campingplatz heißt Ein Nakla und er liegt in der Nähe der gleichnamigen Quelle. Tikmert am Campingplatz, wurden total herzlich empfangen von Ali und Hassan. Freunden. Können auch ein bisschen Deutsch und es gab erstmal Pfefferminztee. Wir bauen erstmal auf und machen uns dann auf einen sehr, sehr langen Spaziergang durch die Oase. Die Stimmung und die Atmosphäre in Tikmert sind einfach unbeschreiblich. Ja, sehr herzlicher Empfang. Also alles ein bisschen näher und familiärer als bei den Campingplätzen, wie wir bis jetzt waren. Ich wollte zum Beispiel bis jetzt noch keine Papiere von uns sehen. Das Erste, was man sonst bei jedem Campingplatz macht. Und ja, heute Abend gibt's Kamel. Yeah, da ist so ein Höcker irgendwie auf dem Teller. Aber schön hier. Ich dachte, es wird jetzt richtig heiß. Ja. Aber hier in dem Dattelpalmenwald ist es schön schattig und kühl. Ja. Mal eine Abwechslung. Wir sind 1,5 Stunden von Sidi Ifni gefahren, haben im Marjan nochmal eingekauft. Und ja, vielleicht bleiben wir 2 Nächte. Es ist auf jeden Fall mal eine coole Abwechslung. Irgendwie, nachdem wir jetzt die ganze Woche den Strand immer so nah hatten. Es ist echt mal ganz cool, auch wieder so ein bisschen spazieren gehen zu können, ein bisschen im Schatten zu sein. Ja. Und es ist angenehme Temperatur. Frische Datteln. Oliven. Oliven. Also keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung mit Datteln frisch von der Palme. Ich denke, das ist ein Olivenbaum. Ja, wir sind hier im Olivenhain. Ja. Ah ja, es schmeckt schon ein bisschen nach Dattel.
Was liegt da? Oh mein Gott, ein Schaf, oder? Traumurlaub, warum? Weil ich 3 Wochen lang in meinem Pyjama abgehängt bin. Was? Das ja. war ein schicken Pyjama. Ja, man hat ja wirklich noch das Gefühl, schick unterwegs zu sein. Ja, das ist ein Traum. Ich? Wie ist es bei dir? Du hast ja schon gesagt, dass du auch ein bisschen schief angeschaut. Du bist mit deinen kurzen Hosen. Was ist denn da? Video. Ich mache Videos. Nein, ich bin wie immer schick. Dann sollst du so einen Anzug haben. Ja. Dann muss ich mir noch besorgen. Ja, hier habe ich. Später. Ich bin wie immer schick angezogen in meiner kurzen Hose. Ja, doch, sieht auch gut aus. Na, wie war die Nacht? Super. Eigentlich ganz okay. Ja. Gar nicht so kalt. Tagsüber ein bisschen wärmer und nachts eigentlich super angenehm. Ich habe mich richtig dick eingepackt, aber es war gar nicht so kühl. Ja. Super geschlafen. Und heute ist es ein bisschen bewölkt in der Oase. Und wir haben uns eine kleine Wanderung vorgenommen zu einer warmen Quelle. Ja, zu einer warmen Quelle. Man kommt, glaube ich, an einer kleinen Moschee vorbei, die schon halb eingestürzt ist. Mhm. Und laufen eigentlich immer so einen kleinen Flusslauf lang. Mhm. Ach du, dich kennen wir ja. Ja. Joa, und das sind vielleicht 5 Kilometer. Es gibt keine Route dahin, sondern nur GPS-Koordinaten. Na, wie ist es? Cool, voll schön, super Weg. Immer am Wasser entlang. Führt mehr oder weniger einen Weg. Halt mal einen Arm in den, ins Wasser. Nee. Weißt du, was da alles drin rumschwimmt? Unten ist es schlammig,
oben ist es halt ein bisschen, ja, kurz vom Abgrund. Ja, aber wir machen auch. Ja. Da bricht sich nicht gleich alles. Die Oase sieht man da hinten. Ein bisschen. Und da ist ein ganz schönes Stück. Ja, wir hatten die GPS-Daten, wir haben auf 5 Kilometer geschätzt. Aber unser Nachbar meinte 6 Kilometer. Und so auf der Hälfte vom Weg haben wir dann gemerkt, wir sind eher bei 10 Kilometer. Und Luftlinie. Warum haben wir das mal bleiben lassen, dass wir da zu dieser heißen Quelle wandern, weil wir noch nicht mal gefrühstückt haben. Ja. Aber es war ein super schöner Spaziergang. Wir waren jetzt halt immer an der Oase entlang, immer am Wasser entlang und ja, hat Spaß gemacht. So, vor uns liegt das Örtchen Tikmet. So, jetzt waren wir bestimmt 3 Stunden unterwegs. Ja, es ist halb 2. Jetzt reicht's für heute. Hunderte Fliegen, überall Fliegen, das ist kaum auszuhalten. Immer wird man beim Sitzen gestört, immer wird man angeflogen, parallel von 5 Fliegen, das ist unglaublich. Aber noch nie so viele Fliegen gesehen. Frühjahrsputz. Ja, wir haben gerade geredet, dass wir alle paar Tage auf jeden Fall Ordnung machen müssen. Marek putzt das Auto immer von außen und von innen. Der Vorteil heute war, die Fliegen waren so aggressiv, es fliegen Hunderte, Tausende hier herum. Wir haben drin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Momentan sehe ich auf den ersten Blick 7, 8, 9. Gestern haben wir 10 rausgekickt. Wir haben ja auch so einen Staubfänger, unseren Teppich. Weil dann hat man wenigstens was Flauschiges unter den Füßen und nicht so eine kalte Matte. Am besten noch irgendwelche Alu-Schrauben, die man sich in die Füße tritt. Urbeschwer. Kalte Füße. Ja, ich werde hier auf den Weg gekommen. Teppich, Auto. Ja, wohnlicher gestalten. Funktionell, ja, rationell. Ja. Praktisch. Auf jeden Fall gibt es an allen Ecken und Enden alle paar Tage ein bisschen was zu machen. Wir waren jetzt zwei Nächte. Also wir haben eigentlich erst eine hinter uns. Aber die nächste kommt noch in der Oase Tikmet auf dem Campingplatz. Schönen Ein Nackler. Ein Nackler, genau. Ein Nackler haben wir gelernt. Das ist auch die Oase hier. Ne, die Quelle. Die Quelle. Die Quelle heißt Ein Nackler und die Oase heißt Tikmet. Okay. Und das Dorf heißt Kubayan. Oh, viel zu viel Namen für alles. Ja, also wir möchten kurz zu dem Campingplatz erzählen. Wir hatten gestern eine total herzliche Ankunft. Erstmal mit ins Kabuff mitgenommen worden und haben Basilikum-Tee bekommen. Und ja, irgendwie war dann gleich von Anfang an eine ganz andere Stimmung. Sehr familiär, sehr freundschaftlich. Wie heißen die beiden? Hassan und Abdul. Hassan und Ali, glaube ich. Sehr, sehr freundlich alles. Sind auch viel Deutsche, Schweizer, Österreicher da, also sehr viel deutschsprachig. Die sprechen alles. Englisch, Französisch, ja. Berberisch, Arabisch, Marokkanisch, Deutsch. Ja, Sprachgenies. Ja. Ja, also hat uns super gut gefallen. Gestern Abend haben wir auch dann
Kamel-Couscous bekommen im Restaurant. Kann man hier alles bestellen. Und sind dann am Abend noch schön am Lagerfeuer miteinander gesessen. Und haben ein Kamel gegrillt. Es wurde Musik gemacht, Gitarre gespielt, getrommelt. Eigentlich echt eine super nette Stimmung. Ja. Ja, war auf jeden Fall auch mal eine andere Erfahrung und eine coole Abwechslung zu den ganzen Campingplätzen, wo ja hauptsächlich nur französische Riesenschiffe stehen. Hier stehen deutsche Riesenschiffe, Expeditionsfahrzeuge ja. Für die Wüste. Auch wieder ein anderer Schlag, finde ich. Ja. Ja, die Abwechslung war, dass es halt nicht am Atlantik ist, sondern hier im Landesinneren und hier so eine grüne Oase und sehr schön. Ja, war sehr cool. Es werden auch Touren angeboten. Und zwar ist schon genügend Fahrerei, darum haben wir das Angebot abgelehnt. Wir haben in den nächsten 7 Tagen noch 4000 Kilometer vor uns. Ja, also schöne Fahrzeuge. Ja.